Scotchy. Mhm. Dafür müsste ich jetzt gleich nochmal zurückgehen. Aber das ist sicherlich nicht damit gemeint, oder? Oh, Franz! Franz. Are you there? Franz. Ich höre gleich auf zu essen. Ich habe so einen Hunger. Ich hoffe, deswegen gerade ein bisschen am Zittern. Das ist Corinnes Party. Sie ist ein Freak. Ihre Schwester juckt mich nicht. Oder also interessiert mich nicht. Oh. Franz, what is the name of Corinne's sister? Die Zusammenhänge kann ich mir jetzt gerade noch nicht erklären zwischen der Geschichte hier. Ich frage mich wirklich, wie das vorher hier aussah. Wie der Garten hier vorher aussah. Das war eigentlich ganz schön, finde ich immer noch. Wenn wir die Orte irgendwie auf Bildern sehen könnten, das habe ich glaube ich auch schon beim ersten Teil gesagt, wie das denn vorher aussah. Ich finde, das wird das Ganze einfach noch. Ah, ist der Zigarrenraum. Das Ganze einfach noch viel, viel gruseliger machen. So, wir wissen, wer die Schlüssel hat. Chef Albert, are you there? Der Koch. Ah, okay. Okay. Dann wollen wir doch mal zur Jacke. Pick up a key. Und zum Zigarrenraum. Das stinkt ganz bestimmt hier. Goes down smooth. Damit ist das hier gemeint. Ich muss sagen, Zigarrengeruch geht sogar, solange man nicht selber, weil irgendwie, ich habe es einmal versucht und ich fand es irgendwie gar nicht geil. Artelia, are you there? Ich würde gerne natürlich nach draußen. Aber hier auf engstem Raum, stelle ich mir doch nicht so geil vor. Ophelia, are you there? Oh. Hallo? Ich guck auf. Oh Gott. Silence for Ophelia, Part 1. Drink it up. Was this here before? Should I drink it? Ich soll das trinken. Wie hat die das denn gemacht? Okay.
Ich weiß nicht. Ja, mach mal. What? Find me, finde mich. Wo? Oh, ich kann mich ja nicht mal bewegen. Down the hole. Ich soll... Unten, das Loch hinunter. Finde mich, das Loch hinunter. Runter. Und das am Ende hat mich ein bisschen an dem Schrei am Ende der Demo erinnert. Da mussten wir übrigens auch nach unten gehen, aber handelt es sich hier wirklich um diese... That was a strange dream. How did I get outside? Entschuldigung, was ist das für eine Flüssigkeit, sodass ich hier diesen Hohlraum gerade habe? Oh, ah! Nein, 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 ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig. What? Achso. Ich drücke immer auf den falschen Knopf, Entschuldigung. Bitter. Herbert ist der Chef. Chef Albert, why are you worried? Oh, warte. Trinke nicht. Angela ist traurig oder sauer. Es ist nicht meine Schuld. Huh. Ein Hotel, ey. Oh, Mann. Mein Leben. Mein Leben. Wäre krass, wenn sich die Bilder nach und nach verändern eigentlich. Ich bin unten, das Loch hinunter.
Haben Sie die kleine Schwester, die ja... Es hieß ja, die kleine Schwester sollte nicht hier sein. Sie sollte nicht hier sein. Ich kümmere mich nicht, oder I don't care about her sister. Also ist mir egal. Corinne hatte eine Party gehabt. Angela ist an der Rezeption. Albert ist der Koch. Eutlin? Ich müsste jetzt euch den Namen vergessen. Das müsste die Schwester dann sein. Und die Schwester, die haben sie irgendwie zum Trinken verführt. Und die war, denke ich mal, noch viel zu jung. Dafür brauchen wir einen Namen. Angela, why are you upset? So nach und nach entdeckt man immer die Geschichten der Leute, die hier gestorben sind. Mm. Das ist auch eine Sache. Sind die alle durch das, was hier passiert ist, auf einmal gestorben, dass die alle noch an dem Ort sind? Muss ja, oder? Wir sind zu viele. Zähl nochmal. Den Namen denn bitte noch? Ach du Scheiße, jetzt kann ich hier so viel... Okay, immer nach und nach. Das war gerade noch nicht auf. Giles, are you there? Auge, Hilfe. Oh. Zwei Stunden? Da unten. Da hat jemand Schmerzen. Person in Pain. Errungenschaft freigeschaltet. Midlife Analyzer. Stefan, are you there? Das heißt, wir gehen die ganzen Namen jetzt hier durch. Und wieder jemand, der Schmerzen hat. Minnie, are you there? Was ist ein Hotel, wo wirklich nur das ist? Da hat der Motel One selbst noch mehr Platz. Boah. Irgendwie habe ich minimal gerade so ein bisschen ein Galerians-Feeling. Ich weiß nicht warum. Sind im Schmerz gestorben und haben jetzt immer noch Schmerz? Das macht doch gar keinen Sinn. Dann würde ja jeder, man hat fast immer einen Schmerz, wenn man stirbt. Es sei denn, man schläft natürlich friedlich ein. Marla, are you there? Krümmt sich wieder jemand. Aber schwer zu erkennen diesmal. Person in Pain. Heilige Scheiße. Mhm.
Lucy, are you there? Jetzt habe ich den Faden total verloren. Das hat echt ein bisschen was von Twin Peaks immer. Das ist ja ekelhaft. Entschuldigung. The backstage door opened by itself. Oh Gott. Warum? Ottilia. Ophelia, what did you do? Ich finde es immer schön, wenn man nicht wirklich viel sieht. Ich mag dieses Angedeutete oft total. Das ist im Kopf echt viel, viel schlimmer. Ah, okay. Aber nicht meine Frage, Olle. Wo ist denn der Stift? Ja. Dann schreiben wir uns das wieder auf. Die andere wird wieder durchgeschrieben. Oh. 1, 1, 2, 6, 7, 1, 3, 1, 9, 7. 7. So. Wo ist denn mein anderer Stift? Habe ich da noch Kakao drin? Ein bisschen. Obwohl Kakao und Mate ist, glaube ich, echt eine explosive Mischung für den Magen. Ach nein. Da. Nö, ich suche jetzt hier noch. Nö, ich gehe noch nicht raus. Ich will jetzt wissen, was hier... Ich weiß immer noch nicht, was los ist. Oder habe ich gerade irgendwie voll den krassen Denkfehler? Ich kann nicht atmen. Huch. Wer hat diese Drinks gemacht? Gemixt. Wer hat diese Drinks gemixt? Ich brauche einen Arzt. Get Albert. Hol Albert. Ah, falsch. Da draußen war auch wieder. Was war das für ein Geräusch? Ich guck mir das gleich nochmal alles im Gesamt. Dings da an. Scheiße, das ist völlig falsch. Okay, jetzt kommt die ganze schon auf die Spur. Sie meinte ja gerade zu ihr, was hast du getan? Das heißt, sie hat irgendwas mit den Drinks gemacht.
trink nicht. Warte mal, warte mal, warte mal. Hä? Aber ich komme nicht in die, ich komme nicht in die 5 rein. Okay, ich nehme mal die andere Seite, ja? Ich konnte ja da irgendwie die andere Seite nehmen. Okay, warte mal, das ist jetzt interessant. Wie komme ich da hin? Vielleicht hier auch auf dem Bett drauf? Wie komme ich da hin? Da hinten ist, also diese Bubble, da hinten ist ja der Ausgang. Dort ist der Ausgang, aber eins fehlt noch. Das ist in der 5. Okay, warte mal. Ganz kurz. Wo haben wir es? Da ist eine Party, ein Toast. Oh, Geburtstagskind. Warum ist sie hier? Oh, du? Psst. Mr. Scotchy goes down smooth. Mein Leben kann... ich kann nicht atmen. Wer hat diese Drinks gemacht? Ich brauche einen Arzt. Holt Albert. Was war das für ein Geräusch? Trink nicht. Okay, das ist das erste Mal, dass ich jetzt hier gar nicht weiterkomme. Also ich würde schon gerne noch rausfinden, was es damit auf sich hat. Wieso kann ich da nicht rein? Irgendwas mit Händel, rüttel am... Fuck. Hier gibt's auch keinen Trick, wirklich überhaupt gar nichts, wie ich da hinkommen kann. Scheiße. Ich muss da hin. Ich muss das Rätsel hier lösen, verdammt. Ist das ein Bug? Was ist das? Ich will da hin. Lass mich da hin, lass mich da hin. Du. Gibt es hier noch einen Weg? Nein. Kann ich vielleicht... Ich hatte keine Funktion, um ins Schlüsselloch zu filmen, oder? Ich kann mich nicht ducken. Kann ich mich ducken? Nein. Scheiße. Es ist die 5. Es ist nicht die 6. Es ist auf jeden Fall die 5. Und anscheinend fehlt mir irgendwas. Aber das Einzige, was ich hier noch machen kann, ist rausgehen. Ah! Warte mal. Oh, scheiße. Such mich unten im Loch. Was ist hier los, verdammt nochmal? Ich hab alle. Hier habe ich alle. Na? Hallo? Könnte ich bitte? Dankeschön. Das hatten wir schon mit dem Kalender, Cheap Rent, das hatten wir auch schon. Also Party, ein Toast, warum ist sie hier? Clever Disguise, Yush. Hier ist auch nichts, was ich noch mitnehmen kann. Da macht mich jetzt aber echt ein bisschen kirre. Such mich unten im Loch. Ich kann ja nochmal in diesen Raum hinter dem Backstage-Bereich gehen, aber da war ja jetzt auch nicht wirklich was. Und das wäre ja hier alles markiert gewesen. Mr. Scotchy. Mr. Scotchy. Nein. Also ich habe keine Ahnung, wie ich das letzte Ding da bekomme. Aber bevor ich mich jetzt hier 10 Stunden damit aufhalte...
Es ist in Raum 5. Raum 5 und 6 sind die einzigen, die nicht aufgehen. Heißt das, ich muss... Ich war ja schon an der Rezeption und sie würde mir sicherlich noch irgendwelche Namen sagen. Und das Ding war ja dabei ein Häkchen. Ich habe alle Namen. Geht einfach nicht. Naja, ich glaube, zur Not kann man irgendwie immer wieder hierhin zurück. Aber für jetzt... Ich würde mich einfach zu lange daran aufhalten. Wir gehen erstmal wieder zurück. Wir konnten da nicht hin. Es ging nicht. Und das, jetzt haben wir das nächste Ding auf dem Schiff. Das wurde jetzt gerade richtig spannend. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe immer noch nicht, was hier überhaupt passiert ist. Und hier von wegen, die Miete war billig. Die haben... Das klingt für mich so ein bisschen, als hätten die... Der Nebel verschwindet so ein bisschen gerade hier. Das ist nicht mehr so hell. Das klingt für mich so ein bisschen, als hätten die Leute da irgendwie hingelockt vielleicht. Ist auch noch. Warum war denn das alles so? Warum ist das alles schwarz-weiß? Alles neblig. Die Kackwurst entlanglaufen. Gah! Vielleicht war das ja gar nicht die 6, sondern vielleicht war es ja der Bubbel da vorne. Irgendwie. Kann ja auch sein. Vielleicht war es der. Vielleicht war das der Rückweg. Ah, hier wird es wieder super neblig. Wow. 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 Ist ja schön, dass wir so viele Sachen hier mitbringen. Und hier wieder. Captain Walter, you're still waiting for us, right? Over. Bad weather coming. We need to take shelter in the lighthouse. Over. The weather is fine over here. I'll hurry up. Wait for us. Over. Sag mal, Juliet, ist da wirklich irgendein Jonathan, der auf dich wartet?